Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Hilfe! Moin und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Alice VDFA. Heute fahren wir mit dem neuen Crafter von EMF. Link zu dem Fahrzeug ist unten in der Beschreibung. Und zuerst danke für die 100 Abos. Wirklich sehr toll. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffe. Mega cool von euch. Ich weiß halt einfach nicht, was ich dazu sagen soll. So, ja, hier, Finger. Kannst du gleich mal anhalten. Ja, war nicht so die schlaue Idee, ne? So, auf jeden Fall, jetzt müssen wir mit dem Fahrzeug. Das ist von EMF, also Emergency Cat Modding. Ist das der neue Crafter für Gefahrgüter? Ich entfremde den jetzt mal und benutze ihn als Kontrollfahrzeug für Fahrzeugkontrollen. So. Guten Tag, einmal alle Ihre Dokumente bitte. Ich habe mal ein paar neue Sachen mit reingenommen, zum Beispiel den Police, also das Computer Light System. Weil bei mir wird ja irgendwie nicht mal angezeigt, wenn ich jemanden kontrolliere. So, Jurisdiction. Gut, hat keine Lizenz. Das Fahrzeug, der Grassley. Da ist alles okay, aber er hat... Dann werde ich ihm hier... Nee, So. Ich weiß halt nicht, wie ich den ausstelle, ne? So. Dann kann er gleich mal rauskommen, weil so darf das Fahrzeug nicht weiterfahren. So. Also, einmal raus. Genau. Also. Wir sagen es so, ihr Fahrzeug, sie dürfen kein Fahrzeug fahren, weil ihr Führerschein ist abgelaufen. Das heißt, als erstes werde ich ihr Fahrzeug mal abschleppen lassen. Damit sie mir auch nicht abhauen. Was ist denn jetzt los? So, dann. Haben sie irgendwas Illegales bei sich, weil dann durchsuche ich sie einmal. Einmal umdrehen bitte, dankeschön. Weil, ja, könnte ja sein, dass sie irgendwas Illegales bei sich haben. Ein kleiner Revolver, gut. Dann drehen sich bitte einmal um, sind vorläufig festgenommen wegen illegalen Besitzes eines Revolvers, dann fahren ohne Führerschein. Alles was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Sie können sich einen Anwalt holen, falls sie sich keinen leisten können, wird ihnen einer gestellt, wenn keiner da ist, ist halt keiner da, ne? Das sind zwar die Regeln aus dem RP, aber ist mir egal. Haben wir bitte einen Abtransporter für den Herrn? Dann können sie sich mal hier hinknien. Warten wir mal schnell auf die Verstärkung mit dem schicken 3er BMW. Ich weiß gar nicht, welcher genau es ist jetzt. Das ist der von Bobmas. Nee, weil ich habe auch noch den von Bavarian Modding drin. Also ich habe zwei von Top Mods, einen von Bavarian Modding und dann habe ich noch einen von, ich glaube nochmal Emergency Cat oder so. Habe ich noch ein Fahrzeug. Toll, jetzt habe ich schöne Kratzer in meinem Fahrzeug, seinetwegen. So, ich sollte eigentlich hier rechts, links zum Laden hinfahren. Ich wollte schon rechts sagen, ja, rechts und links steht ja, ne? Dann fahre ich jetzt mal hin. Ich bin schon ein bisschen verspätet, deswegen mit Blaulicht. Ich weiß nämlich nicht, was hier passiert ist, tatsächlicherweise. Ich kann echt nicht mehr fahren, ne? So. Dann gehe ich mal rein in den Laden. Ja gut, wir haben in Deutschland ja noch keine Taser, ne? Oh! Stehen bleiben! Und auf dem Boden, sofort! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Komm, runter, 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 runter! Stehen bleiben! Bleiben stehen! So, jetzt helft doch mal bitte, Kollegen. Ich weiß, es ist meine Schuld, aber trotzdem. Gott, Gott, Gott. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Hilfe! Na gut, jetzt sparen wir uns wenigstens ein bisschen Munition, ne? Also...
ist echt gefährlich, wo ich hier stehe, ne? Waren Sie nicht gerade der, der sich geprügelt? Warum sind Sie jetzt schon wieder frei? Da ist das SEK natürlich. Hat sogar funktioniert, statt ich hatte vergessen, die zu replacen. So, und dann laufe ich mal durch die ganze Person und sehe jetzt als erstes mal eine Ambulanz. Noch eine Ambulanz. Und eine Feuerwehr. Dann laufe ich mal durch die Leute durch und hole mir deren Waffen. Hatten bis jetzt aber alle nur Pistolen. Oh mein Gott, Digga, mein schönes Auto. Meine Güte, mein schönes Auto. Das ist aber schön Geld, was sie bei sich haben. Mann, mein schöner Wagen. Gott, der Arme ist einfach hochgegangen. Ja, ihr sollt euch nicht gegenseitig rammen oder was auch immer ihr hier macht. Nein, ey. Nein, die Feuerwehr geht auch gleich hoch. Ja, danke. Erstmal hier geben. Dankeschön, Sennett. Das macht jetzt der Feuerwehrmann. So, und jetzt los. Ja, gut, der hat schwarze Scheiben. Das ist nicht ganz so toll. Das habe ich irgendwie vergessen zu fixen. Wie viele Medics kommen hier an? Hier steht ein... Ja. Gut, dann ist hier der Einsatz wohl mit vorbei und wir sehen uns gleich beim nächsten Einsatz. So, mittlerweile bin ich hier oben in Palito angekommen. Wir haben hier einen Einsatz bekommen. Es soll irgendwas nicht ganz sauberes bei oben hier vorne an der Tanke sein. Ich schaue da mal Code 2 hin. Ja. Ich wundere, dass ich mich jetzt anders anhöre. Der letzte Clip ist mitten in der Nacht entstanden und heute ist es 12 Uhr, also. Ja. So, mal gucken, was hier sein soll. Ah, hier ist irgendjemand gesucht oder so. Oder irgendwas. Ein Drogendeal. Eine Patrouille natürlich immer. Ja gut, wenn die jetzt schon kurz vorbeifahren, kann ich da auch reinfahren so. Nein, nicht abschießen. Schutzfeiert. Oh mein Gott, man sieht. Scheiße, immer das Menü geöffnet. Dann nehmen wir sofort die Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Oh, perfekt, Digga. Meine Güte, ich sollte echt mal unfreundlicher werden und einfach die abknallen, Leute, ey. Meine Güte. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Einsatz. So, da habe ich gerade einen Einsatz bekommen: ein Diebstahl von einem Auto. Da fahren wir jetzt schnell an. Code 3. Was machen sie denn, ey? Man sieht mich doch im Scheibenwischer, wollte ich schon was sagen. Meine Güte, der arme Crafter muss leiden. Gucken Sie sich die Kratzer an. Boah, ist das hell. Ich kann gefühlt selber nichts sehen. Ah, bewegt sich schon, also hat das Auto wohl schon einen Augenblick geklaut. Schau mal, das ist ein LKW, wie der geklaut wurde. Gut, dann hole ich mal eine Escort Unit und alles. Macht eure Sirenen aus. Ja, ich bin ja ein bisschen mit schwer bewaffnet. Warum habe ich einen MP? Oh, ich habe einen MP. Runter da. Perfekt, ey. Heute ist auch wirklich wieder alles gut, ne? Meine Güte. So, da haben wir den nächsten Aufsatz schon bekommen. Aufsatz vor allem. Einsatz schon bekommen. Und zwar irgendwas auf der Autobahn, wie es scheint.
Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Deswegen fahre ich da mal Code 2 an. Könnte was Schlimmes sein, könnte auch nicht schlimm sein. Ich weiß es noch nicht. Habt ihr das gerade auch gesehen? Da ist irgendwas geflogen. Die Bremsen sind immer wie bekloppt, ne? Ah, da vorne auf der anderen Seite, was ist da? Was ist das? Oh, ein Fake-Cop, ein Fake-Cop. Ach so. So. Was hole ich denn mal raus? Die MP? Wieso kann er mich hitten? So, ich habe hier einen MG. Ich mache mal ein bisschen Angst. Oh, ist toll. Ach komm, LKW. So, dann nimm jetzt sofort die Hände hoch. Ich darf nicht nochmal anstehen. Nicht noch. Nein, 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 nein. Los, 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 los. Versteck dich da. Oh Gott. Was machst du denn hier, Alter? Willst du festgenommen werden? Oh. Jetzt nehmen sie sofort die Hände hoch. Oh mein Gott, warum kann der so gut treffen? Warum kann der so gut treffen? Warum kann der so gut treffen? Ich habe keinen Bock nochmal zu sterben. Nee, also Entschuldigung, ich sterbe jetzt nicht nochmal. Meine Güte. Was war denn das jetzt schon wieder? Mediziner kommen ja schon und. Oh, soll jetzt nicht die Mediziner bleiben stehen, weil. Ja, SEK ist auch wieder rechtzeitig eingetroffen, ne? Warte, ich nehme mir mal die Waffe. Was hat er denn? Wahrscheinlich eine normale Pistole. Ja, ne Combat-Pistole, also eine Glock. Ja, guten Tag, Kollege. Also, SEK ist zu spät. Könnt ihr mal eure Sirenen ausmachen? Ihr könnt alle gehen. Ich habe euch freigestellt. So, hier ist Auto. Lass ich abschleppen. Ein Tow Truck. Sein Fahrzeug suche ich mal. Ja, er hat da nicht auf Fake Cop gemacht. Ja, gut. Oh, wollte ich gar nicht rufen. So, hier, kann's gehen. Perfekt. Dann, ey, ich darf jetzt so viel abschleppen lassen, meine Güte. Oh Mann, ich hab mich verklickt. Ich will nicht immer so einen kleinen Tow Truck, der schafft die doch gar nicht. So, der LKW hier hängt auch fest. Ich glaube, ich gebe ihm mal. Was war das? Hat es jemand schon mal von euch gesehen? Wie geht das? Hilfe? Hä? Einfach das, einfach lol, das Handy einfach hier. Warte, ich mach mal Traffic Control clear. Natürlich, ich kann hier alles machen, was ich will. So, und dann wird hier wieder gestoppt. Ja, die da drüben könnten Pi mal dann weiterfahren. Achso, da ist schon eindeutig einer geholt. Hier, der leere Wagen kann nochmal abgeschleppt werden. Und der kann auch nochmal abgeschleppt werden. Dann kann der Rest hier erstmal weiterfahren. Einmal wieder weiterfahren. Warte, dann stelle ich mal meinen Wagen zur Abschwörung hinter die Kollegen. Hilfe. Wo gehe ich hin?
Aua. Also dieser Einsatz ist ja wirklich auch gefühlt schief gegangen. Wie viele ADAC-Fahrzeuge sind hier bitte? Ja, über die Leiche drüber fahren bringt jetzt nicht so viel, ne? Ich wollte nur gesagt haben. Nein, Digga. Ich wollte nur sagen, wenn die Kollegin jetzt gestorben wäre. Dann hole ich hierfür nochmal. Wenn sie die Kollegin jetzt nochmal. So, raus aus dem Fahrzeug. Raus aus dem Fahrzeug, runter auf den Boden. So, sind vorläufig festgenommen wegen Verletzung eines Beamten. Meine Güte. Johnny Taylor, perfekt, so heißt er. Dann überprüf ich ihn mal schnell. Johnny Taylor, da scheint alles okay zu sein. Ja. Hey. Assistance required on Sonora Freeway. Ich hol die mal hier drüben auch raus. Wait a second, oh, ist ein RO. Es ist ein R, dieser erstmal sie. Sie dürfen das Auto weiterfahren. Da fahren die Kollegen mit dem Wagen. Sie können wir gleich da anders raus. Oh, mit die Reifenplatte und niemand mehr fahren will. Ey, Alter. Das will der nur festnehmen. So, sind auch vorläufig festgenommen. Mach deine Sirene aus, Kollegin. Sind auch vorläufig festgenommen, weil sie schon wieder auch ebenfalls eine Kollegin angefahren haben. Dann dürfen sie abtransportiert werden. Und da hinten steht jetzt ein ADAC-Wagen ohne alles. Perfekt. Und der blockt natürlich wieder. Perfekt, so passt das. Sie holt den jetzt ab. Jetzt hole ich für ihn hier mal. Jetzt kann ich für ihn hier nichts holen. Weil hier alle im Weg stehen. Du kannst gehen, Kollegin. Zählt jetzt nicht mal als Leiche oder was? Perfekt, perfekt. Er hat mich zwar nicht fast überfahren, aber ich hatte Angst. ADAC leistet gute Arbeit. Du darfst weiterfahren. Jetzt fahr endlich. Jetzt fahr, Kollege. Sie ist gerade gefahren. Alter, der ist gerade nicht ernsthaft. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Polizei, stehen bleiben. Bleiben Sie stehen oder es knallt. Oh, Alter, jetzt dürfen wir nochmal Corona-Units holen. Meine Güte. Man hat auch nicht einmal Ruhe hier, ne? So. Perfekt, Digga. Dieser Einsatz ist schon 9 Minuten lang, Alter. Wo ist mein Auto? Achso, da vorne. Schnell rüber. Ich fahre mal weiter, ist nicht mehr mein Auftrag. Ich würde sagen, das war's hier mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schickt das Video an Freunden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.